Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 1 unseres neuen Lore-Projekts Germanische Mythologie. Und in dieser ersten Folge beginnen wir mit einer Übersicht über die Welt dieser Mythologie. Und so betrachten wir Yggdrasil, den Weltenbaum und die neun Reiche. Yggdrasil ist der Sage nach eine Esche, die größer und besser ist als alle Bäume der Welt und deren Äste sich bis zum Himmel erstrecken und über die ganze Welt reichen. Und es ist dieser Baum, der die neun Reiche der nordischen Mythologie trägt und die Welt als Ganzes stützt. Über seine Äste, seinen Stamm und seine Wurzeln verknüpft der Weltenbaum Himmel, Erde und Unterwelt. Und dort liegen auch die neun Reiche. Oft werden diese auch als neun Welten beschrieben, was nicht unbedingt falsch ist, da sich die Auffassung als eigene Welten durchaus erkennen lässt. Aber über all diesen neun Welten erstrecken sich die Äste von Yggdrasil. Und über allen Welten liegt ein großes Himmelszelt. Daher kann man die neun Welten auch sehr gut als neun Reiche oder Länder auffassen, die alle Teil dieser Welt unter und um Yggdrasil sind. Der große Weltenbaum wird nun vor allem von drei gewaltigen Wurzeln gehalten, die sich über die gesamte Welt erstrecken. Und unter jeder Wurzel entspringt eine Quelle. Unter der ersten Wurzel, die zum Reich der Götter zeigt, liegt der Brunnen der Urd, der Schicksalsbrunnen. Dort leben die drei Nornen, die Schicksalsgöttinnen, die aus dem Brunnen Wasser schöpfen und Yggdrasil damit begießen, damit der Baum stark und lebendig bleibt. Zum Schicksalsbrunnen kommen auch die Götter, um dort Rat zu halten. Bei der zweiten Wurzel ist dann der Brunnen von Mimir, der Brunnen der Weisheit, der vom gleichnamigen Gott Mimir bewacht wird. Und bei der dritten Wurzel ist dann schließlich der Brunnen Hvergelmir, was brausender Kessel bedeutet, und der Ursprung vieler Flüsse der Welt sein soll. Anzumerken ist hier, dass diese drei Quellen wohl erst relativ spät und sogar vielleicht erst mit der Edda auftauchten und möglicherweise alle drei ein und dieselbe mythische Quelle aller Flüsse der Welt am Weltenbaum im Glauben früherer Germanen beschreiben. Doch für unsere Betrachtung der Welt, der germanischen Mythologie, werden wir hier das Bild der Edda annehmen, da dieses spätere nordische Bild uns am besten überliefert ist und auch am ausführlichsten ist. Unter jener dritten Wurzel bei Hvergelmir haust dann auch der Drache Nidhögr. Er sitzt unter dem Wurzelwerk von Yggdrasil und nagt an diesem, um dem Weltenbaum zu schaden. Damit ist er auch nicht der einzige, denn bei ihm hausen auch viele Schlangen unter dem Weltenbaum. Und vier große Hirsche weiden an den Zweigen von Yggdrasil. Ihre Namen sind Dain, Dvalin, Dunair und Durathror. Sie alle muss Yggdrasil ertragen. Doch seine Äste sind stark und immergrün und hoch oben auf der Krone des Baumes thront ein großer Adler, der die gesamte Welt überblickt und über viel Wissen verfügt. Und auf dem Kopf des Adlers wiederum sitzt ein Habicht, Vettfölnir genannt, der ein Berater des Adlers zu sein scheint. Und schließlich lebt in den Ästen und am Stamm von Yggdrasil das Eichhörnchen Ratatösk. So beherbergt die Weltenesche bereits viele Wesen, doch vor allem trägt dieser Baum die Welt und die neuen Reiche. Natürlich ist es nun schwer zu sagen, wie die genaue Topografie der neuen Reiche oder Welten ist. Und es gibt mehrere Versionen und Interpretationen, die man durchaus aus den Werken der Mythologie und den überlieferten Sagen und Legenden ziehen kann. Eine Aufteilung, die aber aus der Edda hervorgeht und durchaus anschaulich ist, ist folgende. Im Zentrum der Welt liegt Midgard, das Reich der Menschen, rund und geschützt durch eine mächtige Mauer. Über diesem Reich der Menschen und ebenfalls im Zentrum der Welt liegt dann Asgard, das Reich der Götter, das mit Midgard über die Regenbogenbrücke Bifröst verbunden ist. Über diese reiten die Götter auch zu den Wurzeln von Yggdrasil hinab, wo sie Rat halten. Ebenfalls über Midgard sollen auch die Reiche von Vanaheim, die Welt des Göttergeschlechts der Vanen, und Alfheim, das Reich der Lichtalben, liegen. Vor allem in den jüngeren nordischen Sagen bilden diese drei Reiche eine Art Himmel, während sie in den älteren germanischen Vorstellungen wohl noch viel näher an Midgard lagen und eher irdische Reiche waren. Besonders anzumerken ist hier, dass Vanaheim und Alfheim in dieser Form wohl erst durch Snorri Sturluson, dem Autor der Edda, zu den inneren Reichen gezählt wurden. Um diese zentralen Reiche liegt dann Utgard, die Außenwelt, wo mysteriöse und oft auch böse Mächte hausen. Nördlich von Midgard liegt so Niflheim, die dunkle Welt, von wo Kälte und Eis stammen. Auf der anderen Seite dagegen liegt im Süden das Reich Muspelheim, das Reich des Feuers. Von dort kommen Feuer und Wärme, und so hat dieses Reich sowohl positive wie auch negative Aspekte. Ebenso wie Feuer nützlich und wärmend, aber auch zerstörerisch und gefährlich sein kann. Und Muspelheim ist die Heimat der Feuerriesen.
Ebenfalls von Riesen bewohnt wird auch das Reich Jötunheim, das im Osten von Midgard liegt. Dessen Bewohner werden oft auch als die Frost- oder Eisriesen bezeichnet. Und schließlich gibt es noch einige Reiche unterhalb von Midgard, unter der Erde. So liegt im Norden und tief unter der Erde unter Niflheim die Welt von Hel, das Reich der Toten. Und ebenfalls tief unter der Erde liegt dann noch Svartalfheim, das Reich der Schwarzalben. Diese wurden ebenfalls vor allem in der Edda mit den Zwergen gleichgesetzt, womit man Svartalfheim auch als das Reich der Zwerge sehen könnte. Allerdings ist der Übergang zwischen den Zwergen und den Schwarzalben, die oft auch mit bösen Eigenschaften assoziiert werden, recht fließend und entstand erst relativ spät. Und man kann wohl nicht alle Zwerge als Schwarzalben und nicht alle Schwarzalben als Zwerge sehen. Und so leben auch nicht alle Zwerge in Svartalfheim. So wäre zum Beispiel auch der Ort Nidavellir zu nennen, der in Niflheim liegt und ebenfalls eine Wohnstätte der Zwerge ist. Dies aber sind die neuen Welten der Mythologie. Midgard und Asgard im Zentrum, mit Vanaheim und Alfheim. Und um diese herum Utgard, mit Niflheim, Muspelheim und Jötunheim. Und unter der Erde Svartalfheim und Hel. Und im Zentrum von alledem steht Yggdrasil, der Weltenbaum als Achse der Welt. Und um alle neun Reiche herum liegt das große Urmeer, das die gesamte Welt umspannt. Interessant ist nun auch noch die Bedeutung des Namens Yggdrasil, denn diese ist bis heute nicht abschließend geklärt. Ein möglicher Ursprung des Namens Yggdrasil könnte X Pferd sein, was Odins Pferd bedeuten würde. Dies kann auf zwei Weisen ausgelegt werden. So könnte Yggdrasil der Baum, an dem Odin sein Pferd anbindet, sein, was auf die Ratsversammlung der Götter am Weltenbaum bezogen wäre, oder diese Bedeutung bezieht sich auf den Baum als Odins Galgen, da der Galgen auch als das Pferd des Gehängten bezeichnet wurde. Dies könnte sich auf eine der Legenden über Odin beziehen, in der er am Weltenbaum hängt. Einen anderen möglichen Ursprung könnte Yggdrasil auch im Wort Yggr haben, was Schrecken bedeutet. Damit wäre Yggdrasil der Schreckensbaum, was ebenfalls auf seine Rolle als Galgen für Odin hindeutet. Woher aber der Name des Weltenbaumes wirklich stammt und was er tatsächlich bedeutet, konnte bis heute nicht geklärt werden. Auch hat der Weltenbaum an sich eine sehr lange Geschichte und gehört vermutlich zu den ältesten Motiven der Mythologie der Germanen. Dies zeigt sich darin, weil ein Weltenbaum auch in vielen anderen sehr alten mythologischen und religiösen Vorstellungen auftaucht, die alle über vermutlich indogermanische Vorstellungen mit der germanischen Mythologie verwandt sind. Damit ist Yggdrasil die Weltenesche, auch wenn diese von späteren Autoren, besonders von Snorri Sturluson, stark ausgeschmückt wurde, wohl eines der ältesten Relikte in der mythologischen Vorstellung der Germanen. Und zu guter Letzt hatte der Weltenbaum bei den Nordgermanen auch ein durchaus reales Abbild. So soll im Tempel von Uppsala, einem der großen Heiligtümer der Nordgermanen, ein immergrüner Baum von gewaltiger Größe gestanden haben. Dessen Art ist zwar nicht überliefert worden, doch es ist klar, dass er mit der Weltenesche Yggdrasil in Verbindung gebracht wurde. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser ersten Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.